Ich lobe dich, ich lobe deinen Namen, Jesus. Herr, ich lobe dich, ich lobe deinen Namen, Jesus. Ich hab noch mein Schwachsein und meine Stärken, Herr, vergib mir. Hilf mir, mich zu lassen, in dir zu ruhen, zu leben in dir. All meine Sehnsucht und meine Gebete sind sie, ich habe dir. Ich lobe dich, ich lobe deinen Namen, Jesus. Herr, ich lobe dich. Ich lobe deinen Namen, Jesus. Lobe den Herrn, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Jeder Gedanke, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Dein Leben und was mich bewegt, lag alles auf dir. Nichts, was ich habe, was ich jetzt tue, hat Geltung vor dir. All mein Verlangen und meine Anbetung hab ich von dir. Ich lobe dich, ich lobe deinen Namen, Jesus. Herr, ich lobe dich, ich lobe deinen Namen, Jesus. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, alles was hat wird, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Viele Gäste waren eingeladen, und als alles fertig war,
schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre, zu kommen. Doch keiner wollte kommen. Also schickte er andere Diener, die ihnen sagen sollten, das Festmahl ist angerichtet und das beste Fleisch wurde dafür gebraten. Alles ist bereit, beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte. Wieder andere packten die Boten und misshandelten sie, einige von ihnen töteten sie sogar. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus, sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Und zu seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen, und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. »Mein Freund«, fragte er ihn, »wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein, wie es sich für eine Hochzeit gehört?« Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern, »Fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt.« »Ja, ich habe da gerade ein bisschen was Geld gemacht, aber sie wollten nicht kommen. Das Volk Gottes, Israel, wollte nicht kommen. Aber wir brauchen uns gar nicht beim Volk Gottes. Es gibt viele Menschen, die wollen nicht kommen. Es gibt die große Einladung von Gott für alle Menschen. Es gibt die große Einladung, dass du heute hier bist, zeigt schon, dass du die Einladung gehört hast. Du bist schon eingeladen worden und du hast dich dazu getan. Nicht in diesem Gebäude, sondern dass du kommst, deine innere Haltung zu deinem Kommen, ist schon dein Ja. Du sagst, Mensch, Jesus, irgendwas mit dir und Gott, dass da irgendwie was für mich, was du für mich was übrig hast. Ja? Oder wenn du zu Hause deine stille Zeit hältst. Vielleicht nur einmal im Jahr. Und? Aber du hast einmal Ja gesagt. Einmal im Jahr. Preis den Herrn dafür. Da gibt es überhaupt nichts zu kamellen mit schlechtes Gewissen. Du hast einmal Gott gesagt, ich habe deine Einladung verstanden. Wunderbar. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Ja? Aber sie wollten nicht kommen. Es gibt viele Menschen, die wollten nicht kommen. Wir konnten damit nichts anfangen. Ey, wir sind schon irgendwie toll genug. Muss Gott uns da jetzt noch einen Retter geben? Der soll uns mal lieber von den Römern befreien. Der soll uns mal lieber von meinen Lasten befreien. Warum bin ich Rea? Warum bin ich so jähzornig? Warum bin ich so ein schlechter Ehemann? Warum bist du eine schlechte Ehefrau? Warum bist du so ein schlechter Freund, eine schlechte Freundin? Kann er da nicht was machen in meinem Leben? Oh, anscheinend hat Gott was Besseres. Was Besseres? Ja, er hat was Besseres, als uns das Leben schön zu machen. Ein neues Leben. Von innen her absolut gereinigt. Vom Wesen her total verändert. Nicht nur vom Verhalten, wo ich mich ein bisschen zusammenreiße, sondern von innen her. Er begnadigt mich von innen her, weil ich werde es nicht schaffen, mich Jesusgemäß zu verhalten. Ja? Mein Verhalten jetzt, da hat meine Mutter was mit zu tun, dass ich mich jetzt so verhalte. Jesus nicht. Ich habe ein bisschen Kultur gelernt. Ich habe ein bisschen, wie man sich verhält, gelernt. Manchmal, oder sehr oft, merkt ihr bei mir, ich glaube es nicht. Und manchmal klappt es. Aber bei Jesus, bei der Gnade, die von Christus kommt, wird man von innen her erneuert. Da klappt es nicht manchmal und manchmal nicht, sondern da bist du das Neue. Da bist du durchtränkt von dem einen und alles andere muss weichen. Aber sie wollten nicht kommen. Es ist auch schwer zu verstehen, gerade jetzt in der Situation zu sein, zu wissen, wo man vielleicht noch irgendwo was nicht unter seine Füße hat, irgendwo nicht mit parat kommt. Und es ist schwer zu verstehen, da noch so diesen Gott mit Bibel und Jesus. Ich will das glauben,
Ich kann das teilweise auch glauben. Ich habe mein Ja gesprochen. Manchmal öfters in der Woche, manchmal weniger öfters. Ich habe diese Einladung einmal schon mal angenommen, vielleicht sogar ganz konkret mit meiner Bekehrung. Das ist das große Ja, das zählt. Dieses große Ja zählt. Du bist ein Christ. Es zählt. Jesus hat dich zu seinem Tisch gerufen und sagt, bist eingeladen, komm her vorbei. Total gewaltig. Nächste Seite bitte, das mit den Zeugdaten mache ich nicht. Das mache ich auch nicht mit den Geladen, war nicht würdig. Wir gehen weiter bis zu so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Ja? Über den Satz habe ich länger nachgedacht. Oder möchte ich auch länger nachdenken. Ich will mich nicht selber schlecht reden jetzt. Oder mich ein bisschen besser reden als Guten. Aber die zwei sind eingeladen. Die Bösen und die Guten. Wow, keinerlei Vorbereitung. Muss ich mich irgendwie für Jesus vorbereiten? Muss ich mich irgendwie vorbereiten, um diese Einladung nachzufolgen? Nein, es gibt eine einzige Würdigkeit. Jetzt muss ich trotzdem mal da oben hingehen zu denen. Aber die Geladenen waren nicht würdig. Woher hatten sie denn die Würdigkeit? Sie waren eingeladen. Das war ihre Würdigkeit, dass sie die Einladung verstanden haben. Vielleicht viel Anlage wenig, aber verstanden. Reicht. Andere haben sie dick im Verstand, kommen wie kleine Kinder. Jesus! Die das unterschiedlich, sind nicht alle so extrovertiert wie ich. Das ist okay. Ich stelle dir vor, das wäre ja krass. Ich stelle dir vor, Tanja und dann so extrovertiert wie ich. Kann ich auch nicht ertragen. So, haben wir das Thema auch? Nein, sie ist ja nicht so. Sie ist ja wunderbar. Sie ist ja so, wie sie sein soll. Ja? Genauso wie unsere Lieben, die heute Abend nicht kommen wollen, weil sie sagten, das ist doch wunderbar. Sei da, wo du sein musst. Ist das schon in Ordnung? Du bist eingeladen. Ob du heute im Kirchengebäude bist oder nicht. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen. Und mit deiner Bekehrung hast du gesagt, ich nehme die Einladung an. Ich bin dabei. Vielleicht hast du nicht so eine Bekehrung gemacht wie Leute, die auf die Knie gehen und Übergabegebet. Vielleicht ist deine Bekehrung ganz anders gelaufen. So ein kleines Johannesevangelium. Irgendwie hat dich das angesprochen, das Ding hast du immer noch. Und irgendwie so ein bisschen hast du das gerne dabei. So. Hast du gesagt, okay, ich nehme die Einladung an. Du hast die Einladung dabei. Das ist deine Würde. Das ist deine Würde. Das ist deine Würde. Du hast die Einladung bejaht. Mit deiner Stillzeit, mit dem einmal im Monat oder einmal im Jahr, zu Weihnachten oder zu Ostern gehst du in die Kirche, da sagst du ja. Da sagst du ja. Du hast die Einladung angenommen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, gibt so Leute, die gehen zweimal im Jahr in die Kirche. Also ich bin auch eingetragener Katholik. Da musste ich dann zweimal im Jahr in die Kirche gehen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo du die Einladung verstanden hast und dann zweimal im Jahr in die Kirche gehst, dann machst du es auch sichtbar. Wunderbar. Ich sage nicht, dass das das Beste ist, aber es ist ein Ja. Es ist ein Ja zur Einladung, weil du sagst, ich merke, da ist was für mich. Irgendwie eine Einladung von Jesus. Abendmahl ist nichts anderes, als dass Jesus uns mitteilt, du bist eingeladen zu dem großen Tisch im Himmel, zu dem Tisch jetzt, an dem ich dir sagen möchte, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich werde für dich am Kreuz sterben, sozusagen zur damaligen Zeit. Ja? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Dann zeigt er den Kelch, Rotwein und ein schönes Bild für Blut. Er sagt, ich werde mein Blut für euch lassen. Ich werde mein Blut für euch lassen. Herrlich. Und jetzt habe ich für Patrick die Einsetzungsworte heute Abend mal wieder. Haben ihm zweimal gefehlt. Haben wir das Thema auch durch. Dann er beleidigt. Patrick jetzt abgedeckt. Mal gucken, wen ich heute noch finde. So. Die Bösen und die Guten sind eingeladen. Ist das nicht toll? Du fühlst dich nicht gut. Oder du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich super gut. Du denkst, ich bin der König. Vielleicht hast du voll die Hochnäsigkeit. Würde man mir bestimmt gerne nachsagen, dass ich hochnäsig bin. Und vielleicht bin ich es auch. Man merkt es ja selbst oft nicht so gut. Ne? Und Jesus sagt, diesen Hochnäsigen, da, Robert, der ist eingeladen. Der ist eingeladen! Boah. Der ist eingeladen. Ja? Und dann
Diese Leute, die haben mich öfters bei Kaufland vor der Tür, hatte ich schon mal vor ein paar Wochen erzählt. Da stehen dann so Menschen, die sehen ärmer aus als ich. Und wenn der sich hier reinsetzt, das wäre aber Ramazama. Denn meine Erziehung, von zu Hause, von meiner Mama, der würde auffallen. Meine Erziehung würde auffallen, dieser Typ ist anders. Und er passt hier irgendwie nicht rein. Und Jesus sagt, hey, der ist eingeladen. Yeah, der ist eingeladen! Und Jesus rümpft nicht eine Sekunde in die Nase. Der macht überhaupt keine Unterschiede zwischen deinem schönen Zeug, was du gerade anhast, und dem Typen, der vielleicht alle 4 Wochen dann mal in den Waschsalon geht und dann mit der Unterhose da verschämt sitzt, weil seine Hose gerade für 1 Euro gewaschen wird. Jesus hat ihn abgefunden. Er sagt, du bist eingeladen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich gerade diese ganze Hab und Gut hatte, kann ich auch zum nächsten Punkt kommen. Sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Oh, oh. Oh, ja, Dagobert, was machst du jetzt? Jetzt hast du gerade so großspurig gesagt, ey, wirklich der Letzte ist eingeladen, der Hochnäsigste ist eingeladen, der Lumeligste ist eingeladen. Oh, und jetzt kommst du mir mit so einem harten Teil da, Vers 10. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Oh, oh. Wie, jetzt nimmst du ein bisschen die Einladung wieder zurück, Dagobert? Machst du jetzt doch wieder so einen kleinen Schritt zurück, so eine kleine Bedingung so? Jetzt kommt das. Jetzt kommt das Messer, der Dolch, heimliche Dolch, ne, der in den Rücken gestochen wird. Nee, alle eingeladen. Alle eingeladen. Ich lese es euch mal vor, ich habe es mir formuliert. Damals war es so, wenn ein König ein Hochzeitsfest machte, bekamen die Gäste mit der Einladung auch das Hochzeitskleid. So hatte jeder ein Kleid. Dieses Kleid war das Zeichen, jetzt denkt mal nach, ich will euch ja nichts erzählen, sondern ich will euch auch darauf aufmerksam machen. Bist du eingeladen? Jo, immer noch. Bist du eingeladen? Du hast eine Einladung. Du hast ein Kleid bekommen. Macht der König. Das heißt, du hast die Einladung. Jesus sagt, du bist eingeladen, dein Ja ist von mir wunderbar, dass du willst, dass du dich bekehrst, ja. Einladung. Gott möchte jeden haben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eingeladen bin und ob ich im Kleid am Tisch sitze. Eben hat mich Hero angesprochen, hat er nochmal kurz darüber geredet, dass wir vor 2 Wochen diese langen Bibeltexte hatten. Und dann hat er mir die Story nochmal erzählt, diese Abend von Gottes, dass er aus Ägypten rauskommen durfte in die Befreiung, aber in der Wüste stecken geblieben ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, let's be.